Ich hatte einen schwarzen Hund und sein Name war Depression. Immer wenn der schwarze Hund auftauchte, fühlte ich mich plötzlich leer und mein Leben schien sich zu verlangsamen. Er besuchte mich ohne Grund oder besonderen Anlass. Er ließ mich älter aussehen, als ich war, und so fühlte ich mich auch. Während der Rest der Welt das Leben zu genießen schien, konnte ich es nur durch den schwarzen Hund betrachten. Dinge, an denen ich normalerweise Spaß hatte, waren mir auf einmal egal. Er verdarb mir den Appetit. Er zerkaute mein Gedächtnis und meine Fähigkeit, mich zu konzentrieren. Alles, was ich tat, erforderte mit dem schwarzen Hund an meiner Seite unglaublich starke Kräfte. In der Öffentlichkeit spürte er mein Selbstvertrauen auf und jagte es davon. Meine größte Angst war, dass ihn jemand entdecken würde. Ich war besorgt, dass die Leute mich verurteilen. Wegen der Schande und dem Stigma, die der schwarze Hund mit sich brachte, hatte ich Angst, ertappt zu werden. Darum verschwendete ich riesige Mengen an Energie daran, ihn zu verstecken. Eine emotionale Lüge aufrechtzuerhalten, ist erschöpfend. Der schwarze Hund brachte mich dazu, negative Dinge zu denken und auszusprechen. Er machte mich reizbar und anstrengend im Umgang. Er stahl meine Liebe und vergrub mein Verlangen. Es gab nichts, das er mehr liebte, als mich nachts mit negativen, sich ständig wiederholenden Gedanken aufzuwecken. Einen schwarzen Hund zu haben, ist nicht gleichzusetzen mit einem schlechten Tag, Trauer oder Melancholie. Im schlimmsten Fall fühlt es sich an, als hätte man gar keine Gefühle. Als ich älter wurde, wurde der schwarze Hund größer und begann, mich ununterbrochen zu begleiten. Ich versuchte immer wieder, ihn davonzujagen, mit was auch immer mir gerade wirkungsvoll erschien. Aber er gewann immer häufiger. Liegen bleiben wurde einfacher, als wieder aufzustehen. Also wurde ich ziemlich gut darin, mich selber zu therapieren, was nie wirklich geholfen hat. Mit der Zeit fühlte ich mich komplett isoliert von allem und jedem. Der schwarze Hund hatte es tatsächlich geschafft, mich meines Lebens zu berauben. Wenn du jeden Spaß am Leben verlierst, fängst du an, dich zu fragen, was der Sinn dahinter ist. Dies war in etwa zu der Zeit, als ich mir professionelle Hilfe suchte. Das war mein erster Schritt in Richtung Genesung und ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Ich lernte, dass es egal ist, wer du bist. Der schwarze Hund infiziert Millionen von Menschen. Es kann jeden erwischen. Ich lernte, dass es keine magische Pille, keine Patentlösung gibt. Manchen helfen Medikamente, andere brauchen möglicherweise eine völlig andere Herangehensweise. Ich lernte, dass emotionale Ehrlichkeit und Authentizität gegenüber denen, die dir nahestehen, absolut lebensverändernd sein kann. Das Wichtigste, was ich lernte, war, keine Angst vor dem schwarzen Hund zu haben. Ich brachte ihm sogar ein paar neue Tricks bei. Je müder und gestresster du bist, umso lauter bellt er. Es ist also wichtig zu lernen, die Ruhe zu bewahren. Es ist klinisch bewiesen, dass regelmäßiges Sporttreiben genauso gut für die Behandlung einer milden bis moderaten Depression ist wie Antidepressiva. Also geh spazieren oder joggen, schreibe ein Launentagebuch. Deine Gedanken auf Papier bringen kann dir helfen, den Kopf freizukriegen. Am wichtigsten ist es, sich immer daran zu erinnern, dass egal wie schlimm es aussieht, wenn du die richtigen Schritte machst, kann und wird der Hund verschwinden. Ich würde nicht sagen, dass ich dankbar bin für den schwarzen Hund, aber er war ein unglaublicher Lehrer. Er zwang mich dazu, mein Leben zu überdenken und zu vereinfachen. Der schwarze Hund wird möglicherweise für immer ein Teil meines Lebens sein, aber er wird niemals die Bestie sein, die er war. Wir haben einen Vertrag geschlossen. Ich habe durch Wissen, Geduld, Disziplin und Humor gelernt, dass der schlimmste schwarze Hund geheilt werden kann. Wenn du in Schwierigkeiten bist, habe niemals Angst, nach Hilfe zu fragen. Deswegen musst du dich nicht schämen. Höchstens dafür, das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen.